Ehrlichkeit. Zuhören. Gemeinschaft. Zufriedenheit. Zusammenhalt. Mut. Mehr Rauschen. Lebenshilfe. Toleranz. Den Sprung wagen. Familie. Veränderung. Auftauen. Wellenrauschen. Lernen. Vertrauen. Respekt. Rausgehen, spielen. Wohlfühlen. Glücklich sein. Positives Feedback. Teamwork. Achtung und Wertschätzung. Motivation. Das große Ganze. Soziale Kontakte. Lebensfreude. Weiterbringen. Aufstehen. Trösten. Tagesstruktur. Blümchen. Hoffnung. Wow-Effekt. Jedes Mal ein bisschen mehr. Freiheit achten bedeutet für mich, jeden für sich selber entfalten zu lassen. Jeder hat andere Bedürfnisse, andere Ansätze, wie er sein Leben führen möchte, wie er seinen Tag gestalten möchte. Wo ich sage, okay, ich achte darauf, dass die Jugendlichen ihren Freiraum haben, aber versuche doch noch, die so einzufangen, dass wir hier unseren Job fertig kriegen. Und wenn sie das irgendwo für sich auch verinnerlichen, das machen, was ihnen Spaß macht und das aber so ausführen können, wie sie es möchten, dann sind sie auf einem guten Weg, ein gutes Arbeitsleben zu führen. Moin, ich bin Eik und arbeite als Werkstattpädagoge in der Produktionsschule in Wolgast beim CJD Nord. Ein Werkstattpädagoge in der Produktionsschule arbeitet mit Jugendlichen und hilft ihnen dabei, sich an einen Arbeitsalltag zu gewöhnen. Wir versuchen, Tagesstruktur zu erfüllen und Lebenshilfe zu geben fürs eigenständige Leben. Wir arbeiten in 4 Bereichen, in der Küche, in der Textilwerkstatt, in der Gartenlandschaftsbauwerkstatt und in der Holzwerkstatt. Die Jugendlichen können hier die Berufsreife erlangen. Sie werden von externen Kräften beschult, machen bei uns in den Werkstätten eine praktische Prüfung und lernen durch Praktika verschiedene Berufsfelder, Berufsgruppen und Jobs kennen. Die Jugendlichen, die zu uns zur Produktionsschule kommen, sind aus allen Lebensbereichen. Wir haben Jugendliche, die die Schule abgebrochen haben und bei uns den Schulabschluss nachholen wollen. Wir haben Jugendliche, die die Schule geschafft haben, aber den richtigen Weg ins Berufsleben noch nicht gefunden haben. Wir haben Jugendliche mit Migrationshintergrund, also ganz breit gefächert, von 15 bis 25 Jugendliche mit allen möglichen Problemen. Fachlich bringe ich Ihnen Grundkenntnisse im Küchenbereich bei, Schnippeltechniken, einfache Sachen zubereiten, Nudeln kochen, Tomatensauce machen, mal ein Brot selber gebacken, Fleisch zubereitet, sich selbst eine Mahlzeit zu machen und auch abschätzen zu können, wie viel koche ich jetzt. Außerhalb der Küche gehen wir einkaufen, einfach um diese Thematik kennenzulernen, weil viele einfach noch nicht einkaufen waren und sich keine Gedanken darüber machen, wo sie einkaufen, was sie einkaufen, wie sie einkaufen. Wir haben hier auf dem Hof im Prinzip ein Kräuterbeet, was wir mit betreuen. Da holen wir uns unsere Kräuter ab, um damit dann Lebensmittel herzustellen. Realität bekommt man hier natürlich durch das direkte Feedback. Die anderen Bereiche kommen um 12 und wollen ein schönes Mittag haben, was sie mit uns zusammen essen. Beim CJD ist das Besondere, dass die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Allein dieses Netzwerk ist für uns Mitarbeiter total toll. Und für die Jugendlichen ist die Gemeinschaftsbildung, die sie hier erfahren, eine ganz andere wie die, die sie vorher in der Schule halt hatten. Und allein das schweißt schon mehr zusammen, wie einfach nur 6 Stunden irgendwo im Unterrichtsraum zu sitzen und einer von vielen zu sein. Die Jugendlichen, glaube ich, schätzen an mir meine Ehrlichkeit und meine Ruhe. Und ihnen selber Ruhe zu geben, auch Ruhe in ihren Entscheidungen. Ich bin auch nicht der, der jetzt sagt, du musst jetzt den und den Job machen, weil du möchtest Koch werden, hast du mir gesagt, also musst du jetzt Koch werden. Sondern ich sage dann, mach ruhig. Wir üben, wir gucken, wenn dir das hier passt, ist toll, mach ein Praktikum. Und wenn der ins Praktikum geht und wiederkommt und sagt, ist absolut nicht meins, dann ist es auch okay. Und dann kriegt er von mir die Ruhe zurück, dass ich ihm sage, das ist okay, das ist gut. Dann gucken wir nach einem neuen Bereich, dann gucken wir nach einem neuen Job, dann gucken wir nach einem neuen Praktikum. Ne? Hauptsache, du findest irgendwo einen Weg, der für dich okay ist. Wir haben ein paar Grundkompetenzen, die wir fordern, wie Pünktlichkeit, Arbeitsbereitschaft, Kritik- und Konfliktfähigkeit,
sind jetzt mal drei davon, wo wir mit den Jugendlichen zusammen in den Diskurs gehen und Monat für Monat miteinander sprechen, wie lief der letzte Monat? Und nicht nur ich als Lehrer oder als Werkstattpädagoge in dem Moment sage, du kriegst jetzt eine schlechte oder eine gute Bewertung, sondern die Jugendlichen im Diskurs selbst. Und da kommen oft ganz andere Bilder und Meinungen zustande, wie man als für mich in dem Moment doch außenstehende Person aus dieser Gruppe hat. Zu sehen, wie jemand sich hier innerhalb der Zeit, die er hier in dieser Maßnahme ist, so weit weiterentwickelt und dann auf eigenen Beinen steht, seinen Weg geht und wir dazu beigetragen haben, dass er sich selbst entwickelt. Das ist ein Mega-Gefühl. Ich glaube, mein persönlicher Antrieb, mich so zu engagieren, ist einfach, dass ich mitbekommen habe, vor allem jetzt am Anfang in der Schule, wir sind jetzt zwar nur normale Schüler, aber wir können halt wirklich was verändern. Und das ist eigentlich überall so im Leben. Also wenn man sich halt vielleicht richtig dann ausdrückt, die richtigen Leute findet, dann kann man, wenn man möchte und fest dran glaubt, kann man halt auch was verändern. Ich bin Maria, ich bin 16 Jahre alt und gehe auf die CRT Christophorus-Schule Rostock und bin dort die Schülersprecherin. Das hat einfach bei mir in der 6. Klasse angefangen, dass ich dann aus Spaß eher gesagt habe, okay, ich gehe mal in den Schülerrat, mal gucken, was das so wird, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, was man da so macht. Und dann da einfach so über die Jahre hineingewachsen bin und einfach auch mitbekommen habe, okay, wir können halt so viel verändern. Wir haben so eine große Stimme hier. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Gremien an der Schule gibt, wo dann auch die Schüler mit rein dürfen und wo die Schüler auch einfach mal ihre Meinung geradeaus direkt aussprechen und Schüler halt so offen und so sozial sein können. Als Schülersprecherin hat man einfach die Aufgabe, alle anzusprechen, damit man natürlich dann alle Meinungen einfach zurückbekommt. Klar trauen sich einfach ältere Schüler mehr, das ist einfach so. Aber man hilft natürlich schon jüngeren Schülern und versucht sie natürlich dann mitzunehmen. Es ist sehr wichtig, mutig zu sein als jüngere Schüler. Vor allem aus der Komfortzone rauszugehen, das ist schwer. Als ich am Anfang in der 6. Klasse in den Schülerrat gekommen bin, saß ich halt da das erste Jahr in den normalen Sitzungen drin und habe halt kein Wort gesagt, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und mittlerweile ist das halt einfach nicht mehr so. Ja, wenn man dann gesehen hat, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut, ich habe jetzt nichts Schlechtes in dem Moment erlebt, sondern sogar vielleicht was Positives, dann traut man sich natürlich auch einfach in anderen Momenten. Als Sechsklässlerin hätte ich nie gedacht, dass ich mal mit Lehrern an einem Tisch sitze. Und ja, mittlerweile finde ich das total großartig, dass man einfach die Möglichkeit hat, so viel mitzusprechen, egal welche Projekte sind. Klar habe ich auf jeden Fall sehr großen Respekt. Das sind immer noch meine Lehrer und das ist immer noch mein Schulleiter. Aber dennoch, wenn wir zusammen eine Diskussion führen, fühlt man sich halt schon gleichberechtigt. Und man weiß auch auf jeden Fall, dass man einfach was zu sagen hat, dass man das sagen kann und darf. Man merkt halt auch, dass auch von deren Seite, dass es gewollt ist, dass wir halt mithelfen, dass wir da sind, dass wir jetzt zum Beispiel das Afrika-Projekt planen, damit wir einfach sehr viel Feedback von den Lehrern und der ganzen Schulgemeinschaft bekommen. Wir haben normalerweise jedes Jahr einen Lauftag, wo Schüler für eine Note für den Sportunterricht laufen müssen. Und daraufhin haben wir uns dann einfach überlegt, okay, wir können daraus einfach einen Spendenlauf machen. Also in der Mensa versuchen wir, das Essen ein wenig zu verbessern oder die Wünsche der Schüler halt irgendwie mit zu integrieren und versuchen drüber zu reden, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut. Manchmal gibt es halt dann doch vielleicht so große Portionen und vor allem jüngere Schüler schaffen das dann gar nicht und schmeißen dann das ganze Essen weg.
finde schon, dass man in der Schule fürs Leben lernt. Ich meine, man geht ja 12 bis 13 Jahre oder sogar vielleicht länger zur Schule. Und man wird natürlich in diesem Zeitraum einfach erwachsen. Natürlich gibt es immer gute und schlechte Momente, die man in der Schule erleben wird. Aber aus denen kann man auf jeden Fall lernen und dann halt seine Entschlüsse ziehen für spätere Leben. Mein Weltbild hat sich schon sehr verändert, einfach weil ich in der 6. Klasse mir eigentlich noch keine Gedanken über die Zukunft gemacht habe, über den Umweltschutz, über Tierschutz, über Armut, Kriege, dass es anderen Menschen vielleicht gerade nicht so gut geht wie mir in dem Moment. Ich glaube schon, dass man in unserem Alter was bewirken kann. Natürlich ist immer die Frage, wie groß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt durch meine Arbeit hier als Schülersprecherin die ganze Welt verändere. Aber es fängt ja einfach schon klein an, dass man mit seinen Freunden oder Mitschülern einfach über bestimmte Themen redet und vielleicht sie einfach aufmerksam macht. Ich glaube, die Generation hat Lust, Sachen zu verändern, weil sie vielleicht auch einfach sehen, okay, wir können was verändern. Es gibt ja auch manche Leute, die dann sagen, du kannst nicht allein nur den Welthunger beenden. Aber wenn halt alle Menschen so denken, dann würde ja keiner anfangen. Und wenn es dann halt eine Person gibt, die dann sagt, okay, ich denke, ich kann mit meinen kleinen Tätigkeiten vielleicht was Kleines verbessern, ist es dann ja im Großen und Ganzen halt schon was sehr Großes. Ich nehme fast jeden Tag aus meiner Arbeit mit, dass ich recht habe, dass das Gute tatsächlich da ist. Und ich wieder irgendein wundervolles Erlebnis hatte mit einem Kind, genauso wie mit einem Erwachsenen, der einen guten Gedanken plötzlich hatte und mir erzählt hat. Oder der mich einfach spontan in den Arm nimmt und sagt, Mensch, das ist total schön, dass du da bist. Oder dem ich zur Seite stehen kann und ich merke, dass meine Schultern das gerade aushalten können, was der andere nicht aushalten kann. Das ist ein großartiges Gefühl. Ich bin die Silke und ich arbeite beim CJD in dem Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ich arbeite vorrangig mit Familien, die tatsächlich benachteiligt leben, die wenig Geld haben, die oft auch schon in zweiter Generation so leben. So dieses Leben, was ich kenne, was meine Kinder kennen, das kennen viele der Kinder so gar nicht. Also einfach rausgehen, spielen, stundenlang mit Freunden zusammen sein. Die Eltern fröhlich sind, ausgeglichen sind, sich gebraucht fühlen. Also viele Eltern sind einsam auch und alleine und fühlen sich nicht wichtig. Ihr Selbstwertgefühl ist dementsprechend ganz gering und das geben sie auch ihren Kindern weiter. Ich gehe im Grunde immer positiv in jede Familie, egal was sie vielleicht für ein Schicksal auch haben oder wenn sie auch vielleicht daran selbst ein Stück weit beteiligt sind. Ohne jegliche Vorwürfe. Man wird bestimmt nicht geboren und entscheidet sich jetzt auf der faulen Haut zu liegen. Das habe ich auch noch nie wirklich so erlebt. Also da steckt immer was dahinter. Und das ist meine Aufgabe auch ein Stück weit, das herauszufinden. Das sind alles Seelen und die haben alle irgendwie ihre Gedanken und ihre Gefühle. Und das bringe ich mit, dass ich das gewillt bin, immer zu sehen. Egal, was mir da erstmal präsentiert wird. Ich
Ich denke, ein gutes Beispiel ist die Familie, mit der ich den Ausflug auch jetzt geplant habe. Die Familie hat einen sehr schweren, ernsten Schicksalsschlag erlebt vor einem Jahr. Und ich bin dann direkt in die Familie gegangen. Und seitdem sehen wir uns sehr regelmäßig. Am Anfang habe ich, glaube ich, wirklich einfach nur immer meine Schulter hergegeben und bin so der Tröster gewesen. Fassungslosigkeit, Weinen, also das alles auszuhalten. Und dann ist es aber sehr schnell gekommen, dass so Wünsche geäußert wurden, wie wenn das Leben jetzt weitergehen muss, dann brauchen wir jetzt aber auch so diese alltäglichen Sachen, die uns gerade alle weggenommen worden sind. Ne? Also sie hatten dann niemanden mehr, der mit ihnen eingekauft hat zum Beispiel. Ne? Dann habe ich das gemacht. Und mittlerweile ist das alles wieder ganz normal. Also sie sind in diesem alltäglichen Leben wieder gestärkt und gefestigt. Jetzt geht es um andere Dinge. Jetzt geht es um ja, die Gefühle und auch um die Seele so ein bisschen, ne? Und um das Herz. Man kann die gleichen Wege ja auf verschiedene Arten und Weise gehen. Auf dem Friedhof lang gehen mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen. Man kann daraus aber auch ein Huckepack-Spiel machen und sich sicher sein, dass alle sich darüber freuen, ob man noch lebt oder ob man nicht mehr lebt. Ich glaube, das war sowas, was gewirkt hat auch auf die Familie, dass ich trotz all meiner Achtung und Wertschätzung und auch Liebe gegenüber jedem Menschen, auch wenn er verstorben ist, zeigen kann, dass das heute und hier aber lebt und fröhlich ist. Wenn wir Ausflüge machen, zum Beispiel ans Meer, dann sind die Kinder immer total ausgelassen und glücklich. Und die lieben es einfach, ins Meer zu rennen und stundenlang irgendwas rummachen. Toben, spielen. Das ist so ausgelassen und so laut und fröhlich. Man hat ganz viele Chancen mit den Kindern, über die Kinder auch an die Eltern zu kommen. Weil da ist noch Lebensfreude und pures Glücklichsein noch viel näher und viel verankerter. Die Mutter möchte jetzt auch wieder gerne raus und an die Arbeit und hat gesagt, nee, ich mach das, Silke. Ich will daran arbeiten und das hinbekommen für mich. Vor einem Jahr war das eigentlich, wenn man die Familie als Bild malen würde, ist es dunkelblau, grau und schwarz. Und heute sind ja überall Blümchen. Also tatsächlich ist da auch noch das Dunkelgrau, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass die Hoffnung tatsächlich wieder eingekehrt ist und sie sich wieder vorstellen können, dass ein Leben selbstverständlich lebenswert ist. Für mich fühlt es sich sehr berührend an, wenn ich daran denke, wie viele Menschen mir schon begegnet sind, denen ich eine Hilfe sein konnte, eine Begleitung sein konnte. Oder die vielleicht sogar so schwach waren, dass ich für sie Lanzen schlagen konnte. Tatsächlich denke ich manchmal, boah, wenn ich mal 70 bin, dann besuchen sie mich vielleicht mal, ne, und sind erwachsen und sagen, Mensch, du warst diejenige, weswegen ich wieder ins Meer gegangen bin. Ne, obwohl ich nicht mehr da reingehen wollte. Oder du bist diejenige, weswegen ich meine Haare endlich habe abschneiden lassen. Ne? Obwohl ich immer gedacht habe, das wäre der beste Haarschnitt der Welt. Aber danach war alles anders. Thank you.
Tätigsein ist wirklich was Besonderes und die Patienten kennen das nicht so wirklich. Sie ziehen sich ja auch zurück und haben Angst. Aber dadurch, dass sie allein schon hier sind, ist es ja schon mutig. Sport zu machen und sich zu zeigen, finde ich, ist das Mutigste, was die Jugendlichen oder ich hätte machen können. Ich bin 18 Jahre alt und mache hier an der CHD Nordfachklinik meinen Bundesfreiwilligendienst. Die Klinik ist für Kinder und Jugendliche zuständig und wir machen hier sehr viel für adipöse Kinder und Jugendliche, sind aber trotzdem auch für Asthmatiker und Lungenerkrankungen da, für Neurodermitis und Hauterkrankungen sowie Sprach- und Allergien. Da ich Patientin war und wusste, wie es abläuft, wollte ich einfach mal hinter die Kulissen schauen, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Wir sind wirklich für alles vorbereitet. Wir haben Sport, wir haben die Physiotherapie, wir haben noch unsere Logo- und unsere Ergotherapie. Auch Psychologen, weil viele kommen hierher und haben trotzdem Probleme. Und da muss ja auch noch nachgeholfen werden. Grundsätzlich bin ich in der Pädagogik zuständig, aber ich springe überall herum und helfe überall mit, im Sportbereich, bei der Rezeption. Ich finde es unglaublich, auch zu helfen und zu sehen, wie die Jugendlichen Fortschritte machen, weil ich genau das Gleiche auch durchleben durfte. Wie schön es ist, Hilfe zu bekommen oder sich selbst einfach mal akzeptieren zu können. Bevor ich hier drauf gekommen bin, war ich das typische Mobbing-Opfer. Wurde 11 Jahre lang geärgert und ich habe mich nicht mal nach draußen getraut und dadurch sehr stark zugenommen. Aber ich wusste, dass ich was ändern will. Und da bin ich zum Arzt und habe mich dazu entschieden, hier einfach mal herzukommen und das Beste draus zu machen. Ich war sehr zurückhaltend. Ich habe mich in meinem Zimmer mehr oder weniger versteckt und wollte nicht gesehen werden, weil ich mich für mich selbst geschämt habe. Für mein Aussehen und für meine Art. Und je länger ich dann immer hier war, desto offener wurde ich. Ich habe mich dann auch getraut, mich in den Gruppenraum zu setzen, mit den anderen zu spielen und zu lachen. Was ich am Anfang gar nicht so gedacht hätte, dass ich das hinbekomme. Hier wird sehr viel auf die Ernährung geachtet, dass man wirklich ausgewogen und 3-mal am Tag isst. Und auch besonders die Bewegung. Jeden Abend wird immer Abendsport gemacht. Dann hat man dann nochmal die Bewegung und da ist halt die ganze Gruppe dabei. Egal wer, egal warum man hier ist. Ich finde Sport jetzt unglaublich. Es macht mega viel Spaß in der Gruppe und ich hätte nie gedacht, dass Sport mein Hobby wäre. Dadurch, dass ich den gleichen Weg gegangen bin, ist es einfacher, so die Jugendlichen auch einzuschätzen. Ich weiß ganz genau, wie sie sich fühlen, wenn sie da gerade auf dem Ergometer sitzen und sich abschwitzen und der Hintern wehtut, weil ich mich genauso gefühlt habe. Ich versuche immer, die Leute so ein bisschen anzuleiten und zu motivieren. Ich will ihnen einfach zeigen, dass Bewegung auch Spaß machen kann. Dass man nicht immer nur vom Computer oder vom Handy sitzen muss. Aber oft machen sie dann einfach von selbst mit, weil sie sehen, das macht ja eigentlich Spaß. Dann springen sie auf und wollen gleich mitmachen. Wir haben bei uns auch noch den Kreativraum, da wird gemalt und gebastelt. Also entweder setze ich mich so dazu, gebe ihnen ein paar Ideen zum Basteln oder wir setzen uns da meistens hin und machen eher Musik für Keyboard spielen oder Gitarre spielen, um was zu singen. Jeder hat so seine Welt, wo er sich wohlfühlt. Ich bin zwar die Respektsperson, aber trotzdem versuche ich immer da zu sein für die Jugendlichen, weil sie jemanden brauchen. Die haben es selber nicht leicht, die kommen aus Situationen, die nicht schön sind. Sie werden viel geärgert und da will ich dafür da sein, dass sie sich hier wohlfühlen können. Egal worum es geht, die kommen direkt zu mir und sagen, hey, ich muss ihnen was erzählen, es liegt mir am Herzen. Ich habe immer ein offenes Ohr und ich höre auch immer zu. Ich bin selber sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, so viel abzunehmen. Es sind jetzt schon fast 40 Kilo, die ich abgenommen habe. Und als ich es mir dann so aufs Papier aufgeschrieben habe, dachte ich mir, oh, das ist ganz schön was und
Sich das vorzustellen, ist unglaublich. Und ich weiß, dass ich das Gewicht nicht mehr wieder haben will. Ich bin komplett anders. Ich bin ein komplett anderer Mensch geworden irgendwie. Gruppe und Gemeinschaft ist das Wichtigste hier in der Klinik. Wenn man da alleine steht, dann fehlt einem die Motivation oder man bekommt vielleicht von zu Hause eine Nachricht, da ist das und das passiert. Und da hat man dann die Gruppe, die für einen da ist, die einen in den Arm nimmt und einen unterstützt. Das hilft einem dann wieder aufzustehen und zu sagen, ich gehe weiter. Also wenn jetzt jemand da ist und am Anfang total eingeschüchtert und mittendrin total offen wird, es ist einfach total schön zu sehen, wie sehr sich das alles verändern kann in der Entwicklung. Und dann am Ende, wir haben auch welche, die haben dann Klamotten mit, wo sie nicht mehr reinpassen. Und dann ziehen sie ihre Zielhose oder ihr Zielpullover an und sind super glücklich und stolz auf sich, dass sie was geschafft haben, woran sie dann endlich erkennen, dass sie wirklich gute Arbeit geleistet haben hier. Für mich das zu sehen ist einfach unglaublich. Das ist einfach nicht mehr zu beschreiben, diese Freude dann bei denen zu sehen. Da geht einem wirklich das Herz auf.